Stefan, das ist ja eine Überraschung. Klar habe ich Zeit. Echt gut, dass Jessie mal jemanden gefunden hat. Ja, wäre schön, wenn es klappt. Wir haben mehr Zeit für uns. Jessie ist weg. Mit all ihren Sachen. Und Maxis. Vielleicht sind sie nur an der frischen Luft. Brauche Abstand, sucht mich nicht. Sie ist abgehauen. Wenn wir Tristan ins Boot holen wollen, dann muss ich ihm auch alles erzählen. Damit er sich beim Vögeln verquatscht? Du unterschätzt ihn. Ja, sicher. Und abgesehen davon traue ich ihm nicht. Ich bin dabei. Vertrauen gegen Vertrauen. Also das hat Berg vor. LCL zerschlagen und die Einzelteile gewinnbringend verkaufen. Nicht besonders originell, ich weiß. Verdammte Scheiße. Allerdings. Aber das ändert nichts an unserem Plan. Blutpelze fürs Töchterchen und den Daddy damit erpressen? Der dann den Schuldschein vernichtet und sich aus LCL zurückzieht. Und dafür machen wir Tristan zum Geschäftsführer. Gleichberechtigt mit Alexa Berg. Habt ihr eine andere Wahl? Solange du der Kleine nicht nur unter den Rock, sondern ab und zu mal auf die Finger schaust. Willkommen im Team. Danke für euer Vertrauen. Ich weiß, es kommt von Herzen. Wann und wie hat Alexa eigentlich erzählt, dass sie und ihr Daddy die Firma verscherbeln wollen? Jedenfalls nicht, als sie auf mir saß. Sie hat es mir einfach so erzählt. Was habe ich erzählt? Massenweise Strandbar von Maximilian hat sie auch mitgenommen. Vielleicht ist es ja ganz anders, als wir denken. Und sie macht sich einfach ein paar schöne Tage mit Stefan. Brauche Abstand, sucht mich nicht. Das klingt ein bisschen anders. Ja, wahrscheinlich hat sie Stress mit Stefan. Könnte doch sein. Also, ich meine, dass ihm alles zu viel geworden ist. Eure Scheinehe, du, ich. Und deshalb haut sie einfach sang- und klanglos mit Maxi ab. Ja. Und du wunderst dich, warum ich mir Sorgen mache. Ich hab mich einfach weggedrückt. Das war bestimmt ein Versehen. Die ruft dich gleich wieder zurück. Bestimmt. Bestimmt. Hier, bitte. Gletscherwasser aus dem Himalaya. Vor Hunderttausenden von Jahren eingefroren und garantiert frei von modernen Umweltgiften. Das ist Leitungswasser. Wirklich? Dann werde ich den Lieferanten auspeitschen und in Ketten legen lassen. Tun Sie das. Aber zurück zum Thema. Was hat Tristan mir einfach so erzählt? Dass du Tanja als Geschäftsführerin vertreten willst, solange sie im Koma liegt. Was ich übrigens absolut legitim finde. Immerhin hat dein Vater Ansgar finanziell ganz schön aus der Patsche geholfen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber die beiden Hüter der Familientradition sträuben sich noch ein wenig. Das ist lästig. Aber am Ende bekomme ich ja sowieso, was ich will. Ich weiß. Deswegen habe ich Ihnen auch erklärt, dass es keinen Sinn macht, sich länger zu sperren. Heißt das, ich bekomme die Geschäftsführung? Ja. Unter einer Bedingung. Wie jetzt? Bedingung? LCL ist das Herzstück von Lahnstein Enterprises. Das geht mir doch nicht so einfach aus der Hand. Sie werden sich also die Geschäftsführung mit einem Mitglied der Familie teilen müssen. Ich habe mir noch nie irgendwas mit irgendwem geteilt. Jetzt warte doch mal ab. Ich habe dir die beiden Partypumster vom Hals gehalten. Danke, mir reicht's. Ich werde meinen Daddy darüber in Kenntnis setzen. Dann werden wir ja sehen, wer hier die Bedingungen stellt. Ich dachte, Sie hätten es langsam kapiert. Ich kümmere mich darum. Und denk dran, solange sie denkt, dass ich auf ihrer Seite bin, ist das gut für unsere Seite. Oh, hey. Hey. Feierabend? Ja, ich bummel ein paar Überstunden ab. Und du, wie läuft dein Reparaturservice? Ganz gut. Tja, ich muss dann mal. Zum Sport, hä? Verstehe. Deshalb die Sportklamotten. Hallo. Hey. Hey, Bella. Ja, jetzt krieg ich schon Selbstgespräche.
Olli hat mich gerade nur daran erinnert, dass wir heute zum Fußball verabredet sind. Zum Fußball? Seid ihr eine geschlossene Gesellschaft oder kann man da mitgehen? Jeder ist willkommen. Klasse, gib mir eine Minute. Aber ich wollte gar nicht hingehen. Redet ihr immer noch nicht miteinander, Andi und du? Ich meine, geht ihr euch aus dem Weg? Naja, er kommt halt nicht damit klar, dass wir nur Kumpels sind. Und ich muss das akzeptieren. Aber du vermisst ihn. Endlich kommt jemand. Ich habe nur zugesagt, weil Cees die ganze WG macht mit. Und jetzt hocke ich hier die ganze Zeit alleine rum. Ricardo und Dana waren irgendwie gestresst, weil Jessica weg ist. Wie weg? Keine Ahnung. Jedenfalls haben die beiden nicht so gewirkt, als ob sie Bock hätten, Fußball zu spielen. Ja, vielleicht kommt Bella ja gleich noch. Ja, wohl eher nicht. Sie weiß, dass ich hier bin. Außerdem haben wir uns doch fest vorgenommen, uns nicht mehr zu nah auf die Pelle zu rücken. Und ich habe ihr extra eine SMS geschickt, um sie zu erinnern. Soll ich sie lieber ausladen? Ach, Quatsch. Von mir aus kann sie gerne kommen, habe ich kein Problem mit. Gut. Dann schicke ich ihr noch mal eine Erinnerung. Schon wieder von Olli. Ich soll unbedingt kommen, findet Andi auch. Dann nix wie los. Ach komm, geh mal alleine. Die Jungs freuen sich auch, wenn nur du kommst. Bella, ich verstehe das Problem nicht, wenn Andi nichts dagegen hat, dass du mitkommst. Man könnte fast glauben, nicht Andi ist unglücklich verliebt, sondern du. Mensch, was du dir immer so zusammenreimst. Also. Aber du hast recht. Wenn Andi nichts dagegen hat, dann können wir doch auch kicken gehen. Sehr gut. Bella kommt. Sie bringt Frank mit. Super, dann können wir wenigstens 2 gegen 2 spielen. Ne? Ja, Bella und du, ihr seid ein super Team. Das in jeder Hinsicht. Also wenn das jetzt wieder so ein Versuch sein soll, mich mit deiner Schwester zu verkuppeln, vergiss das mal, der Zug ist abgefahren. Ach, komm schon. Jetzt, wo sie nicht mehr mit Tristan zusammen ist? Vielleicht merkt sie ja jetzt, was du für ein Prachtkerl bist. Ich meine, wacher Blick, glänzendes Fell, feuchte Schnauze. Sag mal, Olli. Hast du eigentlich irgendwas an den Ohren? Ich hab doch gesagt, das Ding ist durch. Endgültig. Außerdem habe ich längst hier was Neues. Aha. Ja, sie heißt Nina. Ist nett, sieht gut aus, definitiv interessiert. Ich habe gestern ihre Spülmaschine repariert und da hat's gebritzelt. Bist du sicher, dass das kein Kurzschluss war? Also nicht bei der Maschine, ich meine bei dir. Ja, ganz sicher. Steckst du? Und, hast du Papi schon alles gepetzt? Ich habe ihn noch nicht erreicht. Wem willst du eigentlich was vormachen? Wir wissen doch beide, dass es keine gute Idee wäre, ihn anzurufen. Dann müsstest du nämlich zugeben, dass du mit Ansgar und Sebastian nicht fertig wirst und du willst ihm doch zeigen, dass du es drauf hast und alleine Gewinn aus diesem Deal schlagen kannst. Ich kenne dich besser, als du denkst. Deswegen sind wir beide auch das Dream Team. Sind wir das? Deine Familie hat dich doch vorgeschickt, um mir einen Lahnstein als Co-Geschäftsführer schmackhaft zu machen. Ich dachte, du bist auf meiner Seite. Ich bin auf deiner Seite. Aber denk dran, solange sie denken, dass ich auf ihrer Seite bin, ist das gut für unsere Seite. Mach mir ein Angebot. Dann übernehme ich mit dir die Geschäftsführung. Du? Ich bin mir sicher, wir können uns auf Tristan verlassen. Was macht dich denn da so sicher, dass die beiden nicht gerade bei der feindlichen Übernahme von LCL arbeiten? Mir hetzen sie dann ihren Daddy und so einen Schläger auf den Hals. Falsch. Wenn jemand verhindern kann, dass Berg dich durch den Fleischwolf dreht, dann Tristan. Alexa vertraut ihm. Wenn überhaupt jemanden von uns neben sich akzeptiert, dann ihn. Ja, wenn er sich nicht so dämlich anstellt, dass sie ihn so hart durchschaut. Er ist ein Zocker. Und er ist gut. 5%. Das betrachte ich als persönliche Beleidigung. Na gut. 10% vom Gewinn, wenn wir LCL zerschlagen haben. Weißt du was? Schlag dich mit den beiden alleine rum. Okay. 15%.
25%. 20. Berg will LCL zerschlagen und verramschen. Und wir müssen uns ausgerechnet auf Tristan verlassen. Ansgar, wenn du nicht mit Berg Geschäfte gemacht hättest, müssten wir uns jetzt keine Gedanken machen, wie wir LCL vor ihm und seiner Tochter retten. Vor euch steht der neue LCL-Co-Geschäftsführer. Alexa ist entzückt, mit mir zusammenzuarbeiten. Will mir keiner gratulieren? Seltsam hat sie sich schon verhalten. Das Doppeldate, wie sie Stefan präsentiert hat, so als wollte sie uns irgendwas beweisen. Olli, hast du was von Jessica gehört? Ja, wo sie hin will zum Beispiel. Sorry, sie hat ihren Riesenkoffer gepackt und ist mit Maxi weg. Klar, melde dich einfach, wenn du was von ihr hörst, ja? Bis dann. Olli hat sie auch nichts verraten. Mann, wo will sie denn hin? Mann, weiß der Geier, ob sie überhaupt zurückkommt. Klar kommt sie wieder, die hat ja nur ein paar Sachen dabei. Ihr Laptop. Vielleicht ist da ein Hinweis drauf. Du kannst doch nicht einfach in ihrem Laptop rumschnüffeln. Ich muss wissen, was los ist. Jessie braucht nur ein wenig Abstand. Sie kommt bald zurück oder meldet sich oder beides. Und was, wenn nicht? Was, wenn sie nur abgehauen ist wegen uns? Weil sie es nicht ertragen kann, dass wir beide glücklich sind. Was, wenn sie weg ist? Jetzt mit Maxi für immer. Jetzt mach dich nicht verrückt. Du verstehst das nicht, oder? Jessica und Maxi, das sind meine Familie. Ja, was, wenn sie jetzt alles in Frage stellt? Was, wenn sie alles rückgängig machen will und verhindert, dass ich Maxi adoptieren kann? Und das nur wegen uns. Nur. Selbst dran schuld, wenn ich mich außerhalb der Zivilisation bewege. Oh. Jessica? Biggie! Hey! Mensch, du bist es wirklich. Komm, ich helfe dir. Oh, und? Oh. Oh, danke. Oh. Na? Ach so. Hast du gerade einen Zentimeter geschrumpft? Danke, dass ich einfach so zu dir kommen durfte. Komm, du bist ja doch immer willkommen, weißt du doch. Gut siehst du aus. Das Mama-Sein steht dir. Und du bist also Maxi, ja? Das freut mich aber sehr, dich kennenzulernen, kleiner Mann. Du bist ja schon mächtig groß geworden. Oh, habe ich dir nicht die neuesten Fotos geschickt? Ja, doch, doch, so vor 1-2 Monaten, aber darauf war er noch viel kleiner. Hm? Du bist ja ein richtig süßes Kerlchen. Biggie, von der ich dir schon so viel erzählt habe. Hm? Und mein Bruder, dein Onkel Ronny, der hat bei ihr gelebt als Pflegekind. Und deine Mama durfte auch immer zu Tante Biggie kommen, wenn sie Kummer hatte oder Sorgen oder einfach nur Hunger auf den allerbesten Apfelkuchen der Welt. Der ist gerade abgekühlt. Oh. Und Kaffee ist auch fertig. Oh, und die Beste. Und dann erzählst du mir mal ganz in Ruhe, was passiert ist. Hm? Habe ich am Telefon so ganz nicht verstanden. Ist ja auch ein bisschen kompliziert, immer auf Stand zu bleiben, wer jetzt gerade mit wem liiert ist in deiner kleinen Patchwork-Familie. Wem sagst du das? Ich muss da dringend mal raus. Na komm. Ich hol mal deinen Koffer. Und die Stelz siehst du am besten aus. Deine Gartenlatschen sind noch im Schuppen. Oh, sag mal, was hast du denn geladen? Oh, und bringst du mir noch ein bisschen Minze mit? Klar. Die Kickrunde der Kripo ist so schlecht, dass ich sogar schon die Lokalpresse über uns lustig gemacht habe. Habt ihr etwa das Relegationsspiel gegen die Unterweltbosse verloren? Ah, Mann. Hey,
bin ich die Erste bei der Mannschaftswahl, dann nehme ich den Sitzfußballer. Nix da, wir machen Wohnung gegen Wohnung. Moment mal, Bella und ich gegen die ganze WG? Da holen wir aber noch Charlie als Verstärkung. Außer uns kommt keiner mehr. Aber wenn euch 2 gegen 2 zu doof ist, können wir das Ganze auch sein lassen. Oh, jetzt haben wir uns so drauf gefreut, euch mal wieder fertig zu machen. Oh, mein Onkel hat eine große Klappe. Dann mal los, komm. Auch wenn ihr keine Chance habt. Die machen wir platt, Frank. So geschmacklos ich auch Alexas Präsentation fand, ich glaube, diese ganze Aktion hat sich gelohnt. Inwiefern? Diese ganzen reichen Russentussen, die stehen total auf diese Pelzkollektion. Schau dir einfach mal die Zahlen an. Herr Interimsgeschäftsführer, da wirst du staunen. Scheint so, als ob die Strategie von Alexa aufgeht. Der Wert von RCL steigt weiter. Umso wichtiger ist es, dass sie keinen Verdacht schöpft. Außer uns darf kein Mensch von unserem Plan erfahren. Du kannst dich auf mich verlassen. Und zweifle ich auch nicht. Schön, dass du wieder an Bord bist, kleiner Bruder. Unser Vater wäre stolz auf dich. Du meinst, es ist wirklich okay, dass wir gleich ein paar Tage bleiben? Ja, doch. Seit ich keine Pflegekinder mehr habe, ist hier so schrecklich ruhig geworden. Da kommt ihr mir wie gerufen. Aber meinst du eigentlich nicht, dass deine Dana sich Sorgen macht? Meine Dana? Hat wahrscheinlich gerade mit Ricardo rum und hat noch nicht mal gemerkt, dass ich weg bin. Weißt du, wo Jessica steckt? Die müsste doch eigentlich arbeiten, oder? Ach so, die hat angerufen und sich eine Woche Urlaub genommen. Ja, weil Tanja doch sowieso nicht da ist. Was? Wohin denn? Keine Ahnung. Aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht gefragt. Wenn du mal ehrlich bist, du willst Dana doch klar machen, wie es ist, wenn man plötzlich abgemeldet ist. Ja, und wenn schon. Warum musst du dich ausgerechnet an Ricardo ranschmeißen? Und nach allem, was du mir von Dana erzählt hast, scheint dir das nicht so leicht gefallen zu sein. Aber weißt du, darum geht's doch gar nicht. Die Frage ist doch eigentlich, wieso macht dir das so viel aus? Wieso macht Jessica deshalb so einen Aufstand? Ricardo hat die Affäre mit ihr doch beendet. Tja, niemand wird gerne ausgetauscht. Die beruhigt sich schon wieder. Es ist jetzt nur gekränkte Eitelkeit. Es ist ja nicht so, als ob Jessica unsterblich in Ricardo verliebt wäre. Erzähl, empfang Marlene von Latschern. Wie kann ich ihm weiterhelfen? Das mit Ricky und mir, das... Wir hatten einfach so viel Spaß zusammen. Was ist denn das Problem? Suchst du dir einen anderen Mann, mit dem du viel Spaß haben kannst? So einfach ist das nicht als Mutter. Aber Ricky hatte für alles Verständnis. Das hat... irgendwie perfekt gepasst. Scheint ja ein ganz besonderer Mensch zu sein, dieser Ricky. Ja. Ricky war schon okay. Ja. Sonst hättest du dich ja auch nicht in ihn verliebt. Quatsch. Jesse, du redest seit Stunden von ihm. Jetzt zeigen wir denen aber mal, wo der Haken hängt. Jawohl. Zeig mal, komm. Hey. Hat sie dir wehgetan? Nee, geht schon. Ich muss dann jetzt mal. Du kannst mir ja dabei zugucken, wie ich das 3:2 schieße. Los, Andi! Andi! Ja, Andi! So! Ja! Ihr habt euch eine nette Geschichte überlegt. Alexa die illegal gezüchteten chinesischen Pelze unterzujubeln, um sie damit auffliegen zu lassen. Ich nehme an, uns steht das Wasser bis zum Hals. Sonst würdest du dich niemals auf so einen Deal einlassen. Wir haben keine Wahl. Sonst verlieren wir alles. Und nach dem zu urteilen, was du mir gerade erzählt hast, bleibt uns auch nicht mehr viel Zeit. Ansgar hat mal wieder ganze Arbeit geleistet. Wie? Ich soll mir diesen Schuhkarton auch noch mit Tristan teilen? Das kommt gar nicht in Frage. Sie wollten Tristan in der Geschäftsführung. Also habe ich mir gedacht, Ihnen ist bestimmt an einer engen Zusammenarbeit gelegen. Falsch gedacht. Ich will mein eigenes Office.
Das ist doch viel zu umständlich. Die meiste Zeit verbringst du doch sowieso in den Designbüros. Und bevor wir hier ständig hin und her rennen und die Informationen verloren gehen. Schön, damit wäre das sehr geklärt. Wir treffen uns also in einer halben Stunde im Showroom und werden die Mitarbeiter kurz darüber informieren, dass ihr Tanja vertretet. Oder ist Ihnen ein Memo lieber? Dass ich die Leitung von LCL übernehme, ist ja wohl mindestens eine Pressekonferenz wert. Tristan und Sie sind lediglich die Krankheitsvertretung für Tanja. Wenn Tanja wieder gesund ist, dann gibt es auch eine Pressekonferenz. Vorher nicht. Wenn dein Bruder glaubt, ich bin keine Schlagzeile wert, dann kriegt er jetzt eine andere. Und welche? Gib an die Presse raus, dass wir die ganze Pelzkollektion neu überdenken. Wir machen jetzt alles in Nerz. Aber das wäre ein Riesenaufwand. In meinem Vertrag steht volle künstlerische Freiheit bei der Pelzkollektion. Aber sowas kostet Unsummen. Warum sollten wir so viel Geld ausgeben? Weil ich mir von deinem Bruder nicht auf der Nase rumtanzen lasse. Und je mehr Geld deine Familie in das Unternehmen pumpt, desto besser. Weißt du, was man mit Angebergewinnern eigentlich macht? Bierdusche. Aha. Du, Olli, ich, Andi? Nee. Also, geh los, komm! Ich muss sowieso nicht. Und wie ich dich kriege, pass mal auf hier! Ey! Warte, ich glaube, mein Handy klingelt. Fritsche, hallo? Hey, Nina. Nein, du störst gar nicht. Verdammt. Was soll ich denn jetzt machen? Na, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder du kämpfst um diesen Ricardo und spannst ihn deiner besten Freundin wieder aus. Nö. Also Dana hat es schon verdient, dass sie nach dem ganzen Horror endlich mal wieder glücklich ist. Außerdem hat sich Ricardo für sie entschieden und nicht für mich. Zweitens, du brichst den Kontakt zu den beiden ab. Nee, das geht auch nicht. Schon allein wegen Maxi. Ich meine, wir sind beide seine Eltern. Außerdem will Dana ihn adoptieren und deswegen haben wir sogar geheiratet, damit das Jugendamt es erlaubt. Das ist die dritte Möglichkeit. Du musst es aushalten. Und warten, bis es nicht mehr so wehtut. Das heißt, ich muss jeden Tag ertragen, dass Dana und Ricky miteinander rummachen. Sag mal, gibt es nicht noch eine vierte Möglichkeit? Ja. Du kannst natürlich hierbleiben, solange du willst. Aber ich glaube nicht, dass es dadurch leichter wird. Wahrscheinlich. Außerdem habe ich ja noch einen Job in Düsseldorf. Na, schau mal. Dana, Maxi und du, ihr seid doch eine richtige kleine Familie. Und in der Familie gibt's nun mal Streit. Aber am Ende rauft man sich immer wieder zusammen, weil man weiß, dass man zusammengehört. Ihr kriegt das hin. Hoffentlich. Tut mir leid, ich habe von Jessica weder was gehört noch gesehen. Trink erst mal einen Schluck. Hm? Hat sich immer noch nicht gemeldet. Ja, hast du Justus schon angerufen? Hm. Ich längst gefragt, der hat auch keine Ahnung. Ich rufe sie einfach nochmal an, irgendwann wird sie ja wohl in ihr Handy gehen. Ja. Wieder nur die Mailbox. Jessica, bitte meld dich doch mal. Entschuldige, wenn ich dich nerve, aber ich will einfach nur wissen, ob es euch gut geht. Wenn Ricardo und ich, wenn wir irgendwas falsch gemacht haben, dann, wenn wir deine Gefühle verletzt haben oder sowas, wir finden eine Lösung, okay? Wir sind doch eine Familie, Maxi, du und ich. Ihr seid mir das Wichtigste und ich vermisse euch. Also meld dich. Tschüss. Nerze?
Ist die Kleine jetzt völlig durchgedreht? Wisst ihr, was das für uns bedeutet, von den Mehrkosten mal ganz abgesehen? Tanja und ich, wir haben Wochen gebraucht, um diese illegalen Pelze in China zu organisieren. Gott nochmal, wir haben das halbe Land gestochen, Fracht- und Zollpapiere gefälscht. Wir haben sogar ein verdammtes Reporterteam dahin geschickt, damit die ganze Welt sieht, wie diese armen Viecher leiden. Ja, ist ja gut, das nützt uns aber jetzt nichts mehr. Alexa lässt sich nicht umstimmen. Warum nicht? Weil du sie gewarnt hast? Nein, er hat uns nicht verraten. Ist meine Schuld. Ich habe die Kleine zusammengestaucht und provoziert. Und du hast ihr die Pressekonferenz versagt. Darauf hat sie etwas allergisch reagiert. Verdammt nochmal, hättest du nicht wenigstens einmal deine Klappe halten können? Diese miese kleine Kröte ist hier nichts weiter als der Platzhalter für Tanja. Und bald ist sie nicht mal mehr das. Ich wollte sie lediglich mal von ihrem Höhenflug runterholen. Die Zobel kriegt sie anscheinend auch so los und die Nerze laufen noch besser. Und wir geben noch mehr Geld aus. Nerze züchten sie übrigens auch selbst. Das Geld bleibt in der Familie Berg. Na, großartig. Hast ja super hingekriegt, Seppel. Jetzt entspannt euch mal. Ich stimme Alexa wieder um. Ah ja? Und wie? Ich hab da so meine Methoden. Und? Hast du ihnen meine Nerze verkauft? Hast du was anderes von mir erwartet? Wir haben nicht getobt. Ansgar ist ein wenig nervös geworden wegen der Kosten. Und Sebastian meinte, dass er gerne aus der Privatschatulle zahlt. Wie bitte? Er geht davon aus, dass die Änderungen eher für negative Schlagzeilen sorgen werden. Sowas wie Alexa Berg bekommt in letzter Minute Angst vor ihrer eigenen Courage und tauscht extravaganten Zobel gegen konventionellen Nerz. Was? Dass du dich als Tanjas Nachfolgerin ausgegeben hast, ist ihm übel aufgestoßen. Ich fürchte, er will dich scheitern sehen. Da kann er lange warten. Und er unterschätzt dich. Für ihn ist das Ganze sowas wie sagt man so schön, eine klassische Win-Win-Situation. Wenn du scheiterst, hat er bewiesen, dass es ohne Tanja nicht läuft. Und wenn du Erfolg hast, dann macht er einen satten Gewinn. Er hat mit Ansgar irgendwas vereinbart wegen seiner privaten Finanzspritze. Ich will dir ja nicht reinreden. Aber wenn du Sebastian eine Lektion erteilen willst, dann würde ich eine andere Strategie vorschlagen. Lass hören. An ihrem Zustand hat sich nichts geändert. Sebastian von Lahnstein hat angerufen, weil er sich Sorgen macht. Hey. Hey. Hast du was von Jessie gehört? Ja, sie macht ein paar Tage Urlaub, aber deswegen bin ich nicht hier. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Wofür? Dass ich gesagt habe, dass du nicht verstehst, warum mir Maxi so wichtig ist. Das war völliger Blödsinn und es tut mir leid. Aber weißt du, ich stehe so unter Strom. Was ist, wenn Frau Nagel anruft und wissen will, wo Jessica ist? Und ich dann sagen, was? Entschuldigung angenommen. Du hast Angst, Jessie und Max zu verlieren. Und wenn die Nagel anruft, dann sagst du ja fast die Wahrheit, dass Jessie und Max ein paar Tage Urlaub machen, ja? Aber hey, sie kommt wieder. Es ist einfach nur ein bisschen zu viel für sie. Ja, wahrscheinlich. Vermutlich ist sie noch ein bisschen verliebt in dich und das mit uns ist einfach so deprimierend. Willst du Kaffee? Ja, okay. Jessie, Max und du, ihr seid eine Familie. Und das mit uns, das kann sie uns auf Dauer nicht übel nehmen. Und sie meldet sich. Bald. Hoffentlich. Ich muss leider wieder arbeiten. Na gut, schon. Will ich dich nicht weiter aufhalten. Ich bin in ein paar Stunden zu Hause. Bis dann. Bis gleich. Ach, das ist ja schade. Ich dachte, die beiden kommen sich beim Sport wieder näher. Du, erst lief alles ganz gut und dann ist die Sache irgendwie gekippt. Scheint ziemlich kompliziert zu sein zwischen den beiden. Die hatten doch kürzlich so einen netten Fußballabend. Tja, das war wohl eine Ausnahme. Ich meine, Andi hat mir deutlich gezeigt, er will Abstand. Also, Bella, da ich dich zum Bolzen überredet habe, mache ich das wieder gut. Wie wär's, wenn du mich später zu einer schönen Vernissage begleitest? Du meinst, wir rüschen uns so richtig auf und tragen High Heels, schlürfen Cocktails und gucken uns abstrakte Kunst an? Ja. Ja, ein Traum wird wahr.
Oh, Henke, wolltest du eigentlich auch mitkommen? Ich gehe duschen. Der Künstler macht ganz tolle Holzskulpturen. Der war selbst Schreiner, bevor er sie an die Kunsthochschule gezogen hat. Okay, dann komme ich mit. Schön. Du weißt, ich schwöre drauf. Ablenkung ist das Beste bei Liebeskummer. Ich bin nicht in Andi verliebt. Ist das so offensichtlich? Mhm. Okay, du hast gewonnen. Ich habe mich in Andi verliebt. Aber das nützt mir auch nichts, weil er mich nicht mehr will. Aber das glaube ich nicht. Andi will nur nicht wieder enttäuscht werden. Er müsste einfach wissen, wie du fühlst. Warum redet ihr nicht einfach mal in Ruhe miteinander? Ja, tolle Idee. Das hat ja auch super funktioniert in letzter Zeit. Ich meine, nach spätestens 5 Minuten, da schreien wir uns an. Weil irgendwer hat wieder was Falsches gesagt. Bella, dann schreib ihm. Da kann er dich nicht unterbrechen. Es gibt keine Missverständnisse. Und er kann sich in aller Ruhe über seine Gefühle im Klaren werden. Ich schreibe doch keine Liebesbriefe. Ich muss noch mal ins Schneiders. Wir treffen uns einfach vor der Galerie, ja? Hm? Was? Wir treffen uns vor der Galerie, ja? Die Adresse hast du? Mhm. Gut, dann bis später. Siehst übrigens sehr hübsch aus. Danke. Normalerweise bagger ich nicht gleich jeden attraktiven Typen an, der sich meine Kirche verhört. Aber gestern war so witzig und da dachte ich, du, ich habe mich auch gefreut, dass du angerufen hast. Also, worauf trinken wir? Auf uns? Gute Idee. Auf uns. Hey, da gibt's ja ein ganz schönes Tempo vor. Hm? Vielleicht kommt's mir nicht so schnell vor, weil ich die ganze Zeit schon an dich gedacht habe. Ach, echt? Als du gestern da gestanden hast, hat es bei mir sofort Klick gemacht. Aber wenn du mich aufdringlich findest? Nein, nein, ganz im Gegenteil. Ich finde dich sogar echt süß und verdammt sexy. Briefe schreiben ist echt nicht meins. Ich sage die Dinge lieber gerade heraus. Ich kann ja manchmal reden wie ein Buch, aber irgendwie bekomme ich das momentan nicht hin. Also zumindest nicht bei dir. Was ich eigentlich sagen will, ich habe mich in dich verliebt. Ich verstehe, dass mir das ziemlich spät aufgeht, aber besser spät als nie, oder? Vielleicht gibst du uns ja noch eine Chance. Bella. Thank you.
Jessica. Psst. Die Kleine schläft. Ich habe mir echt Sorgen gemacht. Ich weiß, ich habe deine letzte Nachricht abgehört. Tut mir leid, dass ich dich weggedrückt habe, aber ich musste mich irgendwie selbst erstmal sortiert kriegen. Wo habt ihr überhaupt gesteckt? Bei Biggie. Das ist die ehemalige Pflegemutter von meinem Bruder. Und für mich war sie auch sowas wie eine Ersatzmama oder Tante. Oh, und es hat gut getan, mal zu quatschen. Die Sache mit dir und Ricky hat mich doch mehr aus der Bahn geworfen, als ich dachte. Das verstehe ich. Nee, ich denke eigentlich nicht. Denn ehrlich gesagt, ist es mir selbst erst jetzt so richtig bewusst geworden. Was denn? Weißt du, die ganze Zeit da dachte ich, das mit Ricky und mir, das ist nichts Ernstes. Also, einfach nur Sex und mehr nicht. Und das war's ja auch. Aber mir ist jetzt klar geworden, dass es doch mehr ist. Und was? Mehr? Ich glaube, ich habe mich auch in Ricardo verliebt. Und? Dicke Luft hier drinnen, könntet mal ein Fenster aufmachen. Laber nicht rum, berichte. Wenn du mich so nett bittest. Alexa war wenig begeistert, als ich ihr berichtet habe, dass Sebastian überraschenderweise ein großer Nerz-Fan ist. Das überrascht mich jetzt auch. Du warst natürlich nicht sehr angetan von ihrem Fellwechsel, hauptsächlich aus monetären Gründen. Was die kleine Bitch wohl dazu bewogen haben dürfte, bei ihrem Plan zu bleiben. Falsch. Es ist ihr nämlich vollkommen egal, sie will Sebastian fertig machen. Ihr zwei seid richtig gute Freunde geworden. Mhm. Alexa ist bereit, von ihrer Nerz-Strategie abzurücken. Vorausgesetzt, ihre Beförderung zur Geschäftsführerin wird an die ganz große Glocke gehängt. Das ist Erpressung. Sie will eine Pressekonferenz, in der du dieses Statement abgibst. Das kann sie mal schön vergessen. Das klingt ja so, als würden wir sie zur Geschäftsführerin machen, auch wenn Tanja nicht im Koma läge. Jetzt siehst du doch einfach so. Du tust halt jede Menge für dein Karma. War eigentlich mal wieder klar. Wie? Also, ich kann ja jetzt genauso wenig für meine Gefühle wie du. Sicher. Und ich kann ja jetzt auch nichts dafür, dass es mir halt jetzt erst bewusst geworden ist, wo es leider schon zu spät ist. Und deswegen ist es ja auch klar, dass ich jetzt nicht so einfach Rücksicht auf euch nehmen kann oder es dir sogar gönnen kann, auch wenn du gerade eine schwierige Phase durchmachst und es gerade bei dir nicht so leicht ist. Deswegen. Ah, dann hast du mir Ricardo aus Rücksicht überlassen. Ist aber nett von dir, danke. Ey, ich versuche hier gerade nur ehrlich zu sein, tut mir leid. Nee, mir tut's leid. Ricardo hat sich nämlich in mich verliebt und dann können wir jetzt auch nichts mehr dran ändern. Ah, weil du natürlich besser bist, klar. Bist so eine arrogante Ziege. Jetzt pass mal auf, was... Ich gehe. Meine Damen und Herren, danke, dass Sie gekommen sind. Der Anlass, die Erkrankung von Tanja von Lahnstein, ist zwar ein bedauerlicher. Aber trotzdem kann ich Ihnen heute eine für LCL und auch für mich persönlich höchst erfreuliche Mitteilung machen. Alexa Berg, die demnächst exklusiv bei LCL ihre atemberaubende Pelzkollektion aus artgerechter Tierhaltung präsentieren wird, hat sich zu meiner großen Freude bereit erklärt, zudem den Posten der Geschäftsführerin zu übernehmen. Alexa Berg hat uns alle mit ihrer visionären Kraft und Kreativität begeistert. Durch ihre hohe Professionalität, ihr bedingungsloses Engagement und ihre exzeptionelle Zielstrebigkeit ist Alexa prädestiniert, LCL in eine glorreiche Zukunft zu führen. Ebenso erfreut darf ich hinzufügen, dass mein Bruder Tristan sein beträchtliches Management- und Business-Know-how einbringt. Er wird Alexa Berg mit Rat und Tat zur Seite stehen und für die Kontinuität des Hauses Lahnstein bürgen. Ich freue mich schon jetzt auf die Synergieeffekte, die sich durch dieses Dream Team mit Sicherheit für LCL ergeben werden. Vielen Dank. Hat er doch brav gemacht. Ganz großes Kino. Wofür steht nochmal das C in LCL? Canossa. Oh, du bist so böse.
Respekt. An deiner Stelle hätte ich mich übergeben. Ja, ich war kurz davor. Aber der Gedanke, dieser miesen Schlange LCL irgendwann wieder abzunehmen, hat mich davor bewahrt. Und jetzt kommst du. Du musst sie in Sicherheit wiegen, auch keine schöne Aufgabe. Keine Sorge, ich mach das schon. Das bezweifle ich nicht. Danke. Herr Leni, musst du den Kaffee zu mitnehmen? Schwarz mit Zucker, bitte. Geht los. Sag mal, ist Olli da? Nee, der war beim Fußball und ist noch nicht wieder aufgetaucht. Ist das Andis Jörg? Ja, der war vorhin hier mit so einem richtig... Oh, okay, storn dir den Kaffee, bitte. Klar. Hey, Bella. Hab dich fast nicht erkannt. Andi. Oh, mein Kleiner, hast du Hunger, Kriegst du ja vielleicht gleich was, wenn Mama 2 sich mal ein bisschen beeilt, dass du sowas überhaupt denkst. Stimmt, denken ist ja eigentlich nicht so meine Stärke. Das mit Ricardo war nicht geplant. Selbst wenn ihr vorher schon was am Laufen hattet, das ändert überhaupt nichts daran. Bei Gefühlen gibt's nun mal keinen Rückwärtsgang. Naja, es gibt ja schon falsche Abbiegungen. Aber damit ich Ricardos falsche Abzweigung, oder was? Halt, stopp, kurze vielleicht Pause. Vielleicht erinnerst du dich mal daran, als ich noch mit Ricardo was hatte, ne? Da hattest du panische Angst, dass irgendjemand was mitbekommt. Also solange es um die Adoption ging, durfte kein Kerl dazwischen kommen. Aber bei unserer Hochzeit hast du dich hinterm Rücken an meinen Kerl an. So war das doch gar nicht! Mädels! Guck mal, wen ich auf dem Gang gefunden habe. Frau Nagel von der Adoptionsbehörde.